Lektion 290 aus Ein Kurs in Wundern. Mein gegenwärtiges Glück ist alles, was ich sehe. Ja, und vielleicht guckst du gerade eher auf einen Stapel Rechnungen oder einen prall gefüllten Terminkalender oder sonst irgendwie auf etwas, das dir überhaupt keine Freude bereitet. Und ein Schlüsselwort in unserem Leitsatz ist sicherlich gegenwärtig. Mein gegenwärtiges Glück. Auf alles, was wir mit unseren Augen schauen, ist kein echtes Bild der Gegenwart. Es ist die Vergangenheit wahrmachen. Und vielleicht erinnerst du dich noch an das Thema Glaube und Unglaube vor zwei Lektionen. Da hieß es, er, also der Glaube, sieht nicht mit des Körpers Augen, noch wendet er sich zu seiner Rechtfertigung an den Körper. Er ist der Bote der neuen Wahrnehmung, der ausgesandt ist, um Zeugen für ihr Kommen zu versammeln und deren Botschaft dir zurückzubringen. Du kannst diese neue Wahrnehmung absolut erfahren und auch ihre Botschaft. Das tust du immer dann, wenn du jetzt in diesem einen Moment gegenwärtig bist und dem heiligen Augenblick Raum gibst. Und falls du dir denkst, ja, ich weiß schon, ich würde es ja gerne, aber es klappt so selten, mache dir bewusst, es klappt deshalb so selten, weil du noch nicht richtig möchtest, was vollkommen in Ordnung ist, denn es ist ein Prozess. Der Kurs sagt uns klipp und klar, uns sind alle Mittel gegeben und es ist total einfach, die Mittel anzuwenden, doch die Bedingung dafür ist, dass unser Ziel auch das Ziel des Heiligen Geistes ist. Sonst klappt es nicht. Solange wir also noch andere Interessen und Prioritäten haben, wird es halt ein bisschen schwierig. Aber, wie soll ich sagen, diese Schwierigkeiten lehren uns ja, neu abzuwägen und neu zu entscheiden. Bitte fühle dich aufgrund dieser Aussage jetzt nicht von mir verschaukelt oder nicht ernst genommen, weil du vielleicht sagst, das ist ja irgendwie Unsinn, ich will doch keinen Schmerz haben, ich will doch diese und jene Erfahrungen überhaupt nicht, ich brauche das nicht, ich brauche keine Krankheit, ich brauche keinen Stress, ich brauche keinen Stapel Rechnungen. Das ist richtig. Doch sind in uns sehr verborgen unsere ungeheilten Gedanken, sagen wir es mal so. Das, was wir zutiefst glauben und uns deshalb ehrlicherweise etwas vormachen. Doch das können wir nur sukzessive entdecken. Und genau hierfür sind die Übungen da und deine ehrlichen Selbstreflexionen. Ja, dann lass uns genau damit beginnen. Was sagt denn die Lektion? Wenn ich nicht auf das schaue, was nicht da ist, ist mein gegenwärtiges Glück alles, was ich sehe. Augen, die sich zu öffnen beginnen, sehen endlich. Und ich möchte, dass die Schau Christi an eben diesem Tag zu mir kommt.
Das ist doch ein super Vorhaben und vielleicht kannst du das in dir spüren. Nimm dir kurz die Zeit, deine Aufmerksamkeit nach innen zu richten, auf deine Mitte, auf dein Zentrum und öffne es, gib ihm Raum. Und sage dir, ich möchte, dass die Schau Christi heute zu mir kommt. Spür das. Und freue dich, dass sie schon da ist, wie du sicherlich spüren kannst. Was ich ohne Gottes eigene Berichtigung für die Sicht wahrnehme, die ich machte, ist furchterregend und schmerzlich anzusehen. Doch möchte ich meinen Geist keinen Augenblick länger von der Überzeugung täuschen lassen, dass der Traum, den ich machte, wirklich ist. An diesem Tag suche ich mein gegenwärtiges Glück und schaue auf nichts anderes als auf das, was ich suche. Und das können wir jetzt auch gleich weiter vertiefen. Denn dein Glück findest du in dir, in diesem gegenwärtigen Moment, jetzt. Richte deine ganze Aufmerksamkeit auf dich selbst und damit bist du ganz automatisch im Jetzt präsent. Störende Gedanken dürfen weiterziehen. Denn sie sind nicht das, was du suchst. Du suchst den Frieden in dir und du hast ihn schon. Du suchst die Freude in dir und sie ist schon da. Und jetzt spür einmal ganz genau hin. Du bist glücklich, wenn du es nur zulässt. Du brauchst keinen weiteren Grund. Überlege nicht, ob es gerechtfertigt wäre, jetzt glücklich zu sein. Überlege nicht, ob du eine fremde Erlaubnis brauchst, weil die Umstände in dieser Welt so zu sein scheinen, als dürften wir jetzt nicht glücklich sein. Das ist die falsche Botschaft von falschen Zeugen. Spüre es in dir. Suche dein gegenwärtiges Glück. Denn du möchtest deinen Geist keinen Augenblick länger von der Überzeugung täuschen lassen, dass der Traum, den du machtest, wirklich ist. Und dazu gehört, dass du dir erlaubst, glücklich zu sein. Denn das ist eine wichtige Botschaft, dass das, was im Außen zu sein scheint, nicht wirklich ist.
Vertiefe also das Glück in dir. Stelle keine weitere Begrenzung mehr auf. Es ist diese wichtige Entscheidung, die es dir ermöglicht, dein gegenwärtiges Glück zu erfahren, die Wahrheit zu erfahren, dich selbst zu erfahren. Es ist diese Entscheidung, Träume nicht mehr wahrzumachen. Sie dürfen da sein, doch verleihst du ihnen keine Wirklichkeit mehr. Der heilige Augenblick ist deine Einladung an die Liebe, heißt es im Kapitel 18, in dein ödes und freudloses Reich einzukehren und es in einen Garten des Friedens und Willkommens zu verwandeln. Die Antwort der Liebe ist unvermeidlich. Sie wird kommen, weil du ohne den Körper gekommen bist und keine Schranken dazwischen stellst, um ihr frohes Kommen zu behindern. Im heiligen Augenblick bittest du die Liebe nur um das, was sie jedem schenkt, weder weniger noch mehr. Da du um alles bittest, wirst du es empfangen, und dein leuchtendes Selbst wird den winzigen Aspekt, den du vor dem Himmel zu verbergen suchtest, geradewegs in den Himmel heben. Kein Teil der Liebe ruft das Ganze vergebens an. Kein Gottessohn bleibt außerhalb seiner Vaterschaft. Ja, und auch das kannst du spüren. In deiner Präsenz bist du kein Körper. Er scheint da zu sein, doch du bist das nicht. Und jetzt gibt es keine Schranken. Und auch das kannst du wahrnehmen in dir, in dieser Weite und Grenzenlosigkeit. In dem ewigen Frieden, der sich ausdehnt, in dir und mit dir. Und vielleicht ist jetzt der Augenblick gekommen, in dem du dich entschließt, nichts mehr zurückzuhalten, keine eigenen, keine geheimen Gedanken und Ziele mehr, sondern alles der Liebe, dem Heiligen Geist übergeben, damit er es in die Wahrheit umwandelt, damit die Botschaft der Liebe zu dir kommt und du alles empfängst, weil du bereit bist, alles zu geben. Spüre das einmal in dir und spüre, ob noch Vorbehalte da sind. Und wenn du ein Unbehagen spürst oder einen Widerstand, dann lade den Heiligen Geist jetzt ein, mit dir darauf zu blicken. Sage, Heiliger Geist, ich will die Wahrheit sehen.
Ich kann mit diesem Widerstand nicht umgehen. Hilf du mir. Und der Heilige Geist, der die Brücke zwischen deinem wahren Selbst und deinen Träumen ist, wird dir die Wahrheit offenbaren. Und das ist nichts weiter als eine Korrektur deiner Wahrnehmung. Spüre das. Spüre, wie dein Widerstand schwindet, weil du bereit bist, ihn nicht weiter verborgen zu halten, sondern zu betrachten. Mehr braucht es nicht als deine Bereitschaft, denn die ist die Einladung an die Liebe, an dein wahres Selbst. Und dieser Einladung wird immer entsprochen werden. Wie schön ist es, im gegenwärtigen Moment zu sein, frei von Vergangenheit, frei von Erwartungen, frei von Ängsten. Überprüfe das einmal. Nichts davon ist jetzt da. Es kann auch nicht da sein, denn du bist ja jetzt da. Dir fehlt nichts. Du bist rein und klar. Das ist keine Illusion. Das ist deine Wirklichkeit. Mein gegenwärtiges Glück ist alles, was ich sehe. Mit diesem Entschluss komme ich zu dir und bitte darum, dass deine Stärke mich heute unterstütze, während ich nur deinen Willen zu tun suche. Du wirst mich hören, Vater. Das, worum ich bitte, hast du mir bereits gegeben, und ich bin sicher, dass ich mein Glück heute sehen werde. Ja, und schau einmal, du siehst es schon jetzt, und du kannst es noch weiter vertiefen. Und du kannst dir bewusst machen, wie einfach alles wird und leicht, wenn du deinem wahren Willen folgst. Und dieser wahre Wille ist, das gegenwärtige Glück zu spüren, zu sehen, zu vergrößern. Und vielleicht mag ein leiser Gedanke in dir auftauchen, der sagt, ja, und wie soll ich das in meinem Alltag umsetzen? Wie soll ich das machen? Dann lass es uns gemeinsam so machen. Immer wieder. Wir kehren heute immer wieder zu unserem gegenwärtigen Glück zurück. Und aus diesem Glück heraus wird sich etwas ergeben. Eine Idee, etwas, das du sagst, ein Impuls, etwas zu tun.
oder auch einfach die Gewissheit, dass es gerade keine Notwendigkeit gibt, dieses Glück zu verlassen. Und wann immer wir uns heute doch im Traum ein wenig verloren haben und wir es bemerken, kehren wir zurück in diesen einen Augenblick jetzt. Danke für deine immerwährende Geduld und Disziplin. Danke für deine Zeit. Hab einen wahrhaft glücklichen Tag in der Gegenwärtigkeit deines Glücks, deiner Liebe, deines wahren Seins.